Für ihn werden es die letzten Olympischen Spiele sein. Patrick Hausting, Olympiazweiter von 2008 im Wasserspringen, nimmt zum vierten und letzten Mal an den Spielen teil. Die Spiele sind so oder so was Besonderes, auch wenn es meine 12. wären oder meine 2., 3., wie auch immer. Weil unter den Bedingungen Olympia zu machen, ist für alle was Neues. Ich habe in den letzten 1,5 Jahren in dieser Corona-Zeit ja so viel Neues erlebt, was man gar nicht glaubt, dass man das noch alles so mitnimmt. Und gerade deshalb ist es auf jeden Fall was Besonderes. Kann man positiv sehen, kann man negativ sehen, aber ich glaube, dass der Fokus dadurch auf den Sport, durch diese lange Lücke, der Fokus auf den olympischen Sport vielleicht noch mal ein bisschen höher ist als sonst. Für Patrick Hausting sind es die letzten Spiele, für Lilly Stofasius die ersten. Die 14-Jährige geht in der neuen Disziplin Skateboard bei den Olympischen Spielen erstmals an den Start. Sie ist die jüngste Sportlerin überhaupt im deutschen Olympiateam. Also ich bin hier ganz nach dem olympischen Motto dabei sein, ist alles dieses Jahr. Also ich habe immer gesagt, ja, mein Ziel ist, mich zu qualifizieren, und wenn ich dann da bin, werde ich einfach nur Spaß haben und es genießen. Natürlich werde ich mein Bestes geben und vielleicht so versuchen, an die Top 10 zu denken, aber auch wenn es nicht klappt, dann bin ich überhaupt nicht traurig, weil ich habe schon mehr erreicht, als ich wollte. Insgesamt werden rund 60 Berlinerinnen und Berliner an den Olympischen und Paralympischen Spielen teilnehmen. Am Donnerstag wurden sie im Veranstaltungszentrum Wannsee der Berliner Sparkasse feierlich verabschiedet. Also wir haben da sehr viel Potenzial, und mit Sicherheit werden Sportlerinnen und Sportler mit Medaillen zurückkommen. Wie viel, lassen wir uns gerne überraschen. Und Patrick Hausting, er hat bereits 2 olympische Medaillen und verbesserte kürzlich seine persönliche Bestleistung. Es wäre vermessen zu sagen, dass man als amtierender Europameister nicht versuchen möchte, um die Medaille mitzuspringen. Also das ist schon unser Ziel. Und damit würde sich Patrick Hausting selbst das schönste Abschiedsgeschenk bereiten.